In diesem Video geht es darum, wenn ihr euch als Taxifahrer selbstständig machen möchtet, was ihr alles machen müsst und was zu beachten ist. In jedem Bundesland gibt es kleine Abweichungen. Ich kann euch bloß an meinem Beispiel es erzählen. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich alle Voraussetzungen hatte und die Prüfung machen konnte. Ihr braucht die Taxi- und Mietwagenunternehmerprüfung, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, um eine Firma gründen zu können, könnt ihr schon mit 17, 18 die Unternehmerprüfung machen. Wenn ihr die bestanden habt, könnt ihr ein Unternehmen gründen. Allerdings könnt ihr nicht selber fahren, ihr könnt Mitarbeiter einstellen, denn um selber Taxi zu fahren, müsst ihr 21 Jahre alt sein und die Führerscheinklasse B, also den PKW-Führerschein, schon 2 Jahre besitzen. Wenn ihr die Unternehmerprüfung erfolgreich bestanden habt, dann war es in meinem Fall so, musste ich zum Landratsamt. Und dort musste ich noch diverse Nachweise erbringen. Zum Beispiel ein erweitertes Führungszeugnis, dass man beim Finanzamt keine Schulden hat. Allgemein musste man nachweisen können, fürs erste Taxi braucht man 2250 Euro, fürs zweite 1125. Das muss man nachweisen, dass man über diese Summe sofort verfügt. Das kann man über den Steuerberater, weil es bei mir so wollte, es quittiert werden, damit das beim Landratsamt anerkannt wurde. Was genau ihr alles nachweisen müsst, ja, bekommt ihr dann einen Zettel oder könnt euch bei eurer zuständigen Behörde schon informieren, was ihr alles benötigt. Es ist auf jeden Fall umfangreich. Dann das Wichtigste danach ist, dass ihr ein Fahrzeug findet, das im besten Fall schon ein Taxi ist. Ihr könnt auch komplett ein anderes kaufen. Da müsst ihr aber auf die, es ist eine Konformitätsprüfung, so heißt es. Man kann nicht jedes Fahrzeug zum Taxi umbauen und es wird immer schwieriger von den Behörden, dass man PKWs von der Stange zum Taxi umbauen kann. In meinem Fall hatte schon jemand mal als Taxi benutzt, war dann relativ unproblematisch. Um aber überhaupt eine Konzession zu bekommen, müsst ihr prüfen, ob eine frei ist. Und wenn nicht, dann müsst ihr die von einem Unternehmer abkaufen. Der muss natürlich auch bereit sein. In den Städten habe ich schon gehört von anderen, die Konzession kostet zwischen 30 und 100.000 Euro. Da muss man halt bereit sein, das zu zahlen oder das überhaupt aufzubringen können. Muss man eventuell einen Kredit aufnehmen. Denn die Konzessionen sind von der Behörde limitiert. Also es kann nicht jetzt in Hamburg zum Beispiel 5.000 Konzessionen geben. Die sind limitiert auf 100 in etwa. Macht euch in eurer Ortschaft, wo ihr fahren wollt, schon mal schlau. Redet mit ein paar, die selbstständig sind, wie viel das kostet und was ihr zu beachten habt. Auch könnt ihr zur Genehmigungsbehörde, also Landratsamt oder wer bei euch dafür zuständig ist, und dort die ganzen Informationen erfragen. Als Taxiunternehmer, also Fahrer, habt ihr dann eine Betriebspflicht, eine Tarifpflicht und eine Beförderungspflicht. Also wenn ihr das als Kleingewerbe machen wollt, dann es kann funktionieren, ihr müsst aber, bei mir ist es so, wenn ich länger als 10 Tage nicht fahren würde, muss ich das der Genehmigungsbehörde mitteilen. Also wenn ich in den Urlaub möchte, dann muss sie das wissen, weil ihr habt ja diese Genehmigung, die Konzession bekommen, damit ihr Personen befördert. Und wenn ihr dem nicht nachkommt, dann kann euch die wieder weggenommen werden. Ihr habt sie sowieso bloß die ersten 2 Jahre, dann müsst ihr sie wieder beantragen und dann alle 5 Jahre wieder.